Yo Leute, was geht ab? Wir sind wieder in einer CSGO-Runde. Diesmal spielen wir nicht selber, sondern wir haben hier gegen jemanden gespielt. Und unsere Meinung war, oder was heißt unsere Meinung? Wir wissen einfach, dass das die übelsten Cheater sind. Es waren zwei deutsche Spieler, hier zu sehen, einmal Only Sphinx, Only NCO. Das waren die größten, wirklich ungelogen, die größten Wallhacker und Aimbotter EU-West, die es gar nicht gegeben hat. Und wieso lade ich so ein Video überhaupt hoch? Dafür gibt es Overwatch. Ganz einfach, weil die mich so sehr aufgeregt haben. Auch wenn er hier stirbt, Leute. Lasst euch davon nicht täuschen. Auch, klar gibt es dafür Overwatch, ja, aber er hat mich so sehr aufgeregt, weil die uns im Chat so zugespammt haben, dass ich einfach so einen Hals habe, gegen so einen Noob zu verlieren, der auch noch anhat. Außerdem muss man zu diesem Only Clan sagen, die nennen sich Only Clan, hassen nicht gesehen. Ist anscheinend so eine Community-Seite, das ist dieser Admin, NCO, und er hackt, ich kann mal eben auf sein Profil mal drauf gucken, ja. Wenn ein Admin von einer Community schon hackt hier, das ist das Profil. steamcommunity.com/id/-NCO-/. So ein Hut ist. Und gleich hier erstmal reporten, Verstoß melden, vermutliche Cheater, Faggot, CS, Wallhack. Leute, keine Angst, wir werden es noch in den Videos beweisen. Wir lassen, ihr könnt hinten hier nochmal einmal fucking low retard Hacker Kommentar verfassen, Leute. Hier haben wir seine Seite, #OnlyGames, so sieht das aus. Was ein dreckiger Hacker. Muss natürlich ein Deutscher sein. 90% der Hacker sind Deutsche. Jetzt sehen wir zu. Leute, mit mir am Start ist einmal der Insane, der mitgespielt hat. Jo, Mann. Und Clubmate, Lakshu. Ja, die ersten zwei Runden waren jetzt erstmal irrelevant. Obwohl, meine Erfahrung ist es, dass in den ersten zwei Runden, beziehungsweise 99% der Hacker Aimbot oder Wallhacker haben, weil die ersten Runden sind immer die wichtigsten. Es gibt noch welche natürlich, die machen erst an, wenn die verlieren. Aber hier war das der Fall, dass die durchgehend anhatten. Ich glaube, nach 6 Runden haben wir das erstmal gesagt, dass einer von uns zuschaut und den Aimbot durchschaut hat. Und dann haben die erst angefangen, ja, sag ich mal, wegzugucken. Das Matchmaking war ungefähr Doppel-AK, also Master Guardian Elite. Sieht man den Typen nicht an, weil er die ganze Zeit auf den Boden guckt. Da sieht man schon, oh, er hat jemanden gesehen, durch die Wand. Schaut natürlich nur die Ecken, wo der Gegner ist. Geht aber trotzdem weiter. Sieht eigentlich alles noch gar nicht so schlimm aus. Das sieht noch alles gar nicht so schlimm aus. Aber gleich, Leute, gleich wird das Heftigste überhaupt kommen. Ich werde das auch nochmal einfach als Intro einblenden lassen, damit einfach alle sehen, wie dreckig dieser Spast einfach nur ist. Mir fallen gar keine Wörter für den ein. Und dann sagt er uns die ganze Zeit im Chat, er wäre der Größte und hast nicht gesehen und beleidigt uns und hasst nicht. Ich kann solche Leute, kann ich einfach nicht ab. Sein Teammate nebenbei, wie heißt der Typ? Sphinx. Only Sphinx hatte was für eine Headshot-Quote? Ich glaube 76%. Ja, 70%. Genau. Der David hat nämlich die ganze Zeit zugeguckt. Einer aus der Community, als wir schon gesagt haben, oh, der ist verdächtig, weil wir gegen die gespielt haben und der solche Schüsse gelandet hat. Da haben wir gesagt, yo David, kannst du mal einfach nebenbei zugucken und den beobachten und die Statistik, ich weiß nicht, wie man die aufruft. Ich will jetzt hier auch keine falschen Knöpfe drücken, um die Aufnahme zu stoppen. Hat gesagt 70% Headshot-Quote, das ist schon heftig. Guck mal, er schaut, er schießt schon durch die Smoke. Er schießt schon durch die Smoke. Ich habe schon eine Config, wo die Smoke sehr reduziert ist, ja. Aber hat er gerade no Recoil gehabt? Habe ich nicht gesehen, ob er no Recoil hatte. Ich weiß auf jeden Fall, dass es werden Stellen kommen, wir haben uns eben die Demo schon mal zusammen angeguckt, einfach nur um sicher zu gehen, dass er anhat, sonst würde ich so ein Video gar nicht machen, weil dafür ist der Overwatch da, aber das, was man gleich sieht, ist einfach so lächerlich, es ist mehr als einfach nur lächerlich, was man da sieht. Wir haben angefangen auf der CT-Seite, haben, ja, sag ich mal, eigentlich konstant gespielt, erste Pistol-Round verloren, dann ist klar, dass man die nächsten beiden verliert. Jetzt hier nach 3-0, ich glaube das erste Mal, wo wir gekauft hatten. Trotzdem verloren. Hier sieht man noch sogar im Chat www.onlygames.cc. Da sieht man schon seine dreckige Hacker-Seite. Würde ich gar nicht drauf gehen. Wahrscheinlich wird man dann auch gescampt oder so. Keine Ahnung. scheint seine Community zu sein, geleitet von dem größten Cheater der Welt. Ich hoffe einfach nur, er bekommt seine Strafe irgendwie. Vielleicht fällt eine Kokosnuss auf seine hässliche Fresse und zertrümmert die. Ich werde jetzt aber nur das von dem NCO aufnehmen. Ich werde jetzt nicht nochmal ein drittes Mal die Demo angucken, weil dafür ist das einfach nicht wert. Das ist einfach nur Zeitverschwendung, so eine Scheiße zu sehen. So einen dreckigen Cheater. Ich hoffe auch, dass der ein oder andere vielleicht auf sein Profil geht. Ganz einfach, ich sag nochmal den URL. Hier, steamcommunity.com/id/-nco/. Einfach auf mehr gehen und Verstoß melden. Diese Runde freue ich mich schon. Oh ja. Jetzt nicht das, wo er CT durch die Smoke holt. Ja, nein, ich bin der NCO, ja. Nein, auch ein bisschen Sichtstärke und mache ich erstmal die Konsole auf. X-Ray SV Cheats. Sehr schön, da liegt jetzt die Smoke. Mache ich mir mal ein bisschen Sichtweite noch an. Mal jetzt haben wir Smoke, guck mal. Oh, guck mal, da ist ja einer. Ich meine, er könnte dich gesehen haben. Er könnte ihn gesehen haben, ja? Ich weiß nicht, ob diese Millisekunde reicht, ne, um den zu sehen. Ich glaube nicht, weil die Smoke war früher explodiert, ja. Aber dass er den von 5 Schüssen, wie viel, 4, 5 Schüsse hinterher aimt auf seinen Kopf, so, das ist schon alles andere als legitim. Feuer. Da hat er mich geholt. Das ist eh das Lächerlichste, dass er einfach sagt so, ich habe Skill, so im Chat, weißt du? Er benutzt einen Wallhack, er benutzt einen Aimbot und behauptet von sich, er hat Skill. Solche Leute gehören einfach, weiß nicht, abgeschoben zu League of Legends oder so. Nein, nicht zu League of Legends, da haben auch... Welche Spiele sind das? Zu Modern Warfare, ganz einfach. Zu Call of Duty Modern Warfare 3 oder so, zu den ganzen Cheatern oder Advanced Warfare oder wie sich die ganzen Call of Duty teilen. Nein, einfach und Cheater zu den Cheatern so. Die haben nichts bei CS zu suchen. Richtig. Aber teilweise kommen diese Leute auch von Call of Duty. Battlefield. Hast du nicht gesehen? Keine Ahnung. Ich habe wie viel? Über 1000 Games bestimmt schon gespielt in CSGO auf MG-Rank. Und ich kann sagen, dass das, was der gemacht hat, definitiv nicht MG-Rank. Das habe ich auch schon als Gegner erkannt und keine Ahnung. Wenn man die Demo guckt, dann wird man das gleich auch sehen. Hat man bisher schon gesehen, aber gleich sieht man das richtig. Da sieht man auch Sphinx Hardcore am Flame. Junge, Junge, Junge. Unnormal. Richtig nett sogar. Stell ich euch ab, ihr Juden. Ich will jetzt nicht sagen, dass es rechtsradikal ist, aber... Guck mal, da sagt das Sphinx nochmal. Bei uns hackt keiner. Oh mein Gott. Ich verstehe nicht, Alter. Nicht mal die Eier. Bestimmt so ein 12-jähriges Kind, was nicht die Eier dazu hat, dazu zu stehen, so. Wenn er wenigstens einfach nur sagen würde, yo, wir hacken, aber dann Overwatch wird das machen, so. Aber ich, keine Ahnung, ich verstehe nicht, wie schlecht ein Mensch sein kann, so. Dann schön die Deagle holen. Aber der hat doch keine Skins, wa? Er hat so komische... Essence-Skins, ganz viele. Guck mal, er guckt nur auf den Boden, er guckt nur auf den Boden. Oh, jetzt guckt er erstmal ein bisschen höher. Da guckt er wieder. Hast du gesehen? Er aimt einfach jeden. Er aimt einfach jeden an. Dann runter. Bam, da sieht man die Deagle-Skins. Zack, und jetzt guckt er gleich hoch. Boah, da habe ich gerade von Sphinx. Da kommt er hoch, zack. Da habe ich gerade von Sphinx so einen Hit fast abbekommen. Guck mal, da sieht man. Hier, doch, hier sieht man übertrieben wieder mal sein. Hier hat er die Triggerboard sogar an. Batz. Hat aber auf die Brust eingestellt. Der hat den Triggerbot auf die Brust eingestellt. Das ist wahrscheinlich so ein ziemlich billiger Triggerbot oder so, der, weiß nicht, wo man nicht viele Einstellungsmöglichkeiten hat oder der extrem schlecht funktioniert. Kommt die beste Runde überhaupt. Das ist, Leute, hier, jetzt gönnt euch diese Runde. Hier gibt es 2 Stellen, die sind einfach unnormal. Die sind einfach unnormal. Er hat, was hat er? Er hat eine M4. Er hat eine M4 und er hat eine Deagle. Gönnt euch diese Runde. Erstmal schon die ganze Zeit schön durch die Wand hier angucken, wo die meisten Gegner sind. Guck mal jetzt so. Bam, 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 bam. Da hat er mir schon mitgegeben, da hat er mir 2 Hits mitgegeben. Ist aber noch nichts, ist noch nichts. Da, zack, weg. Und jetzt schaut euch das an. Er erkennt nicht, dass der Typ hinter der Wand ist. Er denkt, der Typ ist vor der Wand. Bam, habt ihr gesehen? Bam, bam. 4 Hits mit Auto-Aimbot auf die Brust. 4 Hits mit Auto-Aimbot auf die Brust. Wer das nicht gecheckt hat, Junge, ich weiß es nicht, Mann. Und dann erzählt er uns, er hat nichts an. Ich hoffe, keine Ahnung, was mit dem los ist. Und jetzt sieht man, jetzt kommt noch das Lustige. Clubmate hat seinen 24-Stunden-Disconnect, ja? Er wird jetzt timeouten. Ich habe dasselbe noch nicht gesehen. Ich habe dasselbe noch nicht gesehen, was jetzt kommt. Gucken wir uns das mal an. Ich glaube, du musst dem Sphinx zugucken. Nee, den NCO. NCO war das, glaube ich. Ich habe das selber noch nicht gesehen. Das war von Outside auf Anercat was. Ja, das war Zufall, wie er sagen würde. Ja, aber es ist noch... da sieht man, wir flamen ein bisschen, aber nobody cares. Zeit läuft. Der hat einen Timeout. Clubmate hat den Timeout. Mal gucken, ob der das jetzt langsam gemerkt hat. Vielleicht hat er hier seinen Aimbot oder so ausgemacht. Vielleicht tippt er wieder irgendwas einer an. 12-Jährige fahren Benz, okay. Yo, er hat kein Aimbot, Leute. Er hat kein Wallhack, er hat kein Aimbot. Das war die Stelle, wo wir gesagt haben, Junge, scheiß auf das Game. Wir geben auf, weil der David hat bis hierhin zugeguckt. Dann haben wir gesagt, okay, hier ist Ende, weiter gehen wir nicht auf, wir lassen uns nur noch killen. Leute, bitte reportet den Spieler. Ich sag's noch einmal, nach so einer Stelle, zieht euch das rein. Wollen wir den? Hier heißt er NCO. Ich werde euch den Link nochmal verlinken. Die ID. Zeit zuletzt aufhören. Ich hoffe, der wird gewonnen. Mal gucken, was er... Nee. Einfach nur lächerlich. 49 Spiele. Gibt ihm einen scheiß Wackbann. Wie kann man so eine Missgeburt sein? Ich sag auch dir, wie heißt du? Du heißt Nikolov. Hört sich sogar an wie ein Russe. Aber ey, mir egal, wo der herkommt. Bitte vergrab dich einfach. Bitte vergrab dich. Tu der Menschheit einen Gefallen. Einfach nur erbärmlich. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und sein Teammate kann man eigentlich gleich mitreporten. Wir haben den zwar nicht gezeigt, aber wir zeigen den mal eben. Das ist genauso ein Cheater. Mit seinem, der hatte rein Aimbot an. Der hatte den größten Aimbot überhaupt an. Aber bevor ich mir jetzt noch zum dritten Mal die Demo gebe, zieht euch das rein. Sphinx heißt der. user.community.com/id/log3reasy/ Auch reportet den. Macht genau das, was ich jetzt machen werde. Verstoß melden. Vermuteter Cheater ist fuck CSGO Cheater. Einfach weg mit solchen Leuten.